Ja, ich habe schon Weihnachten etwas geschenkt. Und zwar tun wir sehr gerne das Projekt Weihnachten im Karton unterstützen. Da werden rumänische Kinder beschenkt, die eigentlich nichts haben. Ich probiere es jedes Jahr zu machen. Ich bin Mitglied bei der Caritas. Ich hatte einmal eine Patientin, schon ziemlich eine Weile her. Die hat mir einmal mitten in einer Stunde, ich weiß nicht mehr, wer im Zusammenhang, hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Grenk, ich spende so gern. Das hat mich sehr hellhörig gemacht und ich habe gemerkt, ah, stimmt, da hat man wirklich einen Lustgewinn davor. Und da haben wir angefangen, Gedanken darüber zu machen. Und ich muss sagen, er hat auch mein Spendenverhalten ein bisschen gelockert, der Ausspruch von ihr. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wie das ist, wenn ein Baby zum Beispiel das erste Mal lächelt, oder? Wenn es anfängt, das Lachen entdecken und das Lachen schenkt, sagt man ja auch. Man braucht ja den Ausdruck. Und dann erlebt, wie die Mutter und der Vater in helle Begeisterung ausbrechen. Das ist so eine erste Erfahrung von ich schenke mein Lächeln und siehe das, kommt doppelt und dreifach zurück. Und ich glaube, etwas von dem erlebt man eigentlich ein Leben lang mit Schenken und vielleicht auch Spenden. Ja. Ich denke, das macht glücklich. Wir haben schon einmal Karten bekommen von Leuten, die uns beschenkt haben, ganz spontan, wie man mal eine Adresse hat können rein tun, einen Karton rein. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sinnvoll schenken kann an der Weihnacht. Hilfswerk bietet zahlreiche Möglichkeiten an. Zum Beispiel gibt es handwerkliche Produkte aus sozialen Werkstätten. Dort finden Menschen mit Behinderung oder aus sozial benachteiligten Verhältnissen eine Beschäftigung, zum Beispiel in einer Töpferei oder in einer Schreinerei. Wenn man so ein Produkt dann kauft und verschenkt, macht das nicht nur dem Freude, der das Geschenk überkommt, sondern es tut auch die Arbeit honorieren und wertschätzen von dem, was sie hergestellt hat. Ähnlich ist es auch, wenn man ein Produkt aus fairem Handel verschenkt, das vielleicht sogar in einem Projekt von einem Hilfswerk hergestellt worden ist. Das können gut haltbare Lebensmittel sein oder Textilien, Schmuckwaren zum Beispiel, die aus armen Regionen aus südlichen Ländern kommen und dort unter fairen Bedingungen produziert worden sind. Ganz eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel Spendenzertifikate. Das sind eher symbolische Geschenke. Man tut ein Zertifikat kaufen, das ist eigentlich eine Spende, die an ein Hilfswerk geht für ein bestimmtes Projekt. Also wenn man zum Beispiel Hühner oder Bienen verkauft, geht das dann in ein Landwirtschaftsprojekt in einer bestimmten Region. Und die Urkunde, die man überkommt, das Zertifikat, kann man als symbolische Gabe weitergeben und man gibt damit auch eine Idee weiter, ein Anliegen, das einem wichtig ist. Wenn man nicht Geld spenden möchte, sondern wenn man möchte, Sachen spenden. Das ist gerade um die Weihnachtszeit, rufen da Hilfswerke dazu auf. Dort ist es einfach wichtig bei Sachspenden, dass man wirklich das spendet und dann spendet, wenn die Hilfswerke dazu aufrufen. Weil es braucht immer eine Logistik dahinter, dass die Sachen auch am richtigen Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ankommen. Und darum sollte man nur das spenden, wo man auch darum gebeten wird und auch nur dann, wenn man darum gebeten wird. Beim Spenden geht es ja darum, dass ich etwas Neume, wo ich die Leute nicht kenne, irgendetwas dazugeben. Und da, glaube ich, hilft es einem auch extrem gegen das Ohnmachtsgefühl, das man immer wieder hat mit Hunger und Elend und Ähnlichem auf der Welt. Das gibt einem einfach da mal, also Ohnmacht ist generell etwas vom Allerschwierigste zum Ertragen, finde ich persönlich. Als Spender will man natürlich sicher sein, dass dann die Spende auch am richtigen Ort ankommt, dass die Hilfswerke vertrauenswürdig und seriös sind, die man auswählt. Für das kann man auf das CEWO-Gütesiegel schauen. Die Organisationen, die das Gütesiegel tragen, die sind von uns geprüft und wir kontrollieren regelmässig, dass sie Spendengelder effizient, zweckbestimmt und auch wirkungsorientiert einsetzen. Also ich glaube, auch in der Weihnachtszeit, man wird so ein bisschen durchlässiger, man hat das Gefühl, der Himmel ist einem ein bisschen näher, weil es so dunkel ist schon viel und Nacht und so. Und einfach auch so die vielen schweren Geschichten, die wir haben auf unserer Welt, setzen einem doppelt zu. Spenden hat immer auch mit Emotionen zu tun und die Vorweihnachtszeit ist eine emotionale Zeit, wo man wahrscheinlich als Spender auch besonders empfänglich ist für Sammlungsaufrufe oder um die Anliegen zu unterstützen, die die Hilfswerke darum bitten. Wichtig ist natürlich aber auch, dass Hilfswerke ihre Projekte das ganze Jahr über finanzieren können. Eine Möglichkeit, wie man regelmässig unterstützen kann, ist zum Beispiel, wenn man eine Projektpatenschaft übernimmt und so dann einen regelmäßigen Beitrag leistet, dass die Hilfe auch dauerhaft und nachhaltig geleistet werden kann.
Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, unsere Welt wäre ohne all diese Hilfsorganisationen, also ich würde mir das Leben nicht ausmalen.